Weise nicht zur Liebe, sondern auf einer Baustelle von uns. Da steht ein R29 und der muss irgendwo nach Pirmasens hoch. So, alles ein bisschen bescheiden aus hier drin. Ich war jetzt vorne an die Kreuzung drehen.
wieder die Kamera laufen lassen. Ne? I can see.
hatte in der Zwischenzeit, habe ich bei der Liebherr in Landstuhl einen Radlader, einen L556 geladen. Den habe ich rübergebracht nach Kaiserslautern, Einsiedlerhof. Dann bin ich mittlerweile hier in Zembach auf unserem Lagerplatz. Dort lade ich jetzt eine PR716. Leider fällt die Kamera um während dem Laden. Ich habe es nicht mitbekommen. Aber bis sie umfällt, soweit kann ich es euch zeigen. Einen wunderschönen guten Morgen am Dienstagmorgen. Ich bin hier gerade in Weilerbach wieder im US-Hospital. Bist du ruhig? Ich setze gleich unser 934 um hier drin. Der 934 steht hier rechts von mir, kann man noch nicht sehen. Wie gesagt, den lade ich jetzt und setze den einfach rüber auf die andere Seite. Und zwar genau hierhin, wo der Pfeil zeigt. So, ja genau. Ist jetzt 10 vor 11. Ich bin gleich in Ingelheim, gleich an meiner Baustelle. Ganz dringend, hier nehme ich jetzt den Bagger mit, den lasse ich auf dem Tieflader stehen zu Hause. Dann hänge ich meinen Vierachser dran, dann fahre ich runter nach Imsweiler, hole unseren Long Reach. Der muss dringend raus nach Herxheim an diese Bahnbaustelle. An dieser Bahnbaustelle lade ich dann gleich den Dosan, der dort steht, der 30 Tonnen Dosan, und der muss wieder nur rüber auf die andere Seite von der Bahn. Ich filme hier raus, ich hoffe, das ist okay. Sorry. Mein Helm.
erst gefragt, wie lange du noch brauchst. Wie du sagst, ich bin seit 10 bis 15 Minuten fertig. Super, perfekt. Und dann stellen sie doch alles zu. Sorry, dass euch jetzt hier nerven mit meinem Anblinker hier. Hier drehen. Ich denke, das wird nicht hinhauen. Hier drehen wird nicht hinhauen, denke ich. Den Augenkontakt zu suchen. So. Schade, dass ich keine Kamera hinten drauf hatte. Aber gut.
dem Long Reach in Rexheim bin. So, ich habe die Befürchtung, dass gleich meine Speicherkarte wieder voll ist. Schauen wir mal. Ich bin hier gleich in Rexheim. Vorne noch einen Kreisel durch, dann über den Bahnübergang und direkt dahinter geht es rechts ab. Und dann bin ich quasi da. Ja, auch der Hundsbrunnen weg, das mache ich auch gerade, aber ist mir egal. Sonst bekomme ich hier nicht rum, aber der stellt sich wieder auf. Der Hund mit Hundsbrunnen, mit Hundsbrunnen meine ich den Leitpfosten an der Straße nehmen. Aber der hat sich wieder aufgerichtet, der Hundsbrunnen. Ja, ist gut.
diesen Bagger fahre ich jetzt einmal rüber auf die andere Seite gegenüber, wo man den Bagger die ganze Zeit arbeiten gesehen hat. Da fahren wir jetzt diesen Bagger noch hin. Und ich stehe hier immer noch in Herxheim. Fahr mal schnell. Fahr mal schnell. Danke. Morgen früh habe ich fahre ich nach Landstuhl, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ich habe ja den 39 noch geladen. Ich soll auf jeden Fall nach Landstuhl fahren. Rüttel am Stück, Alter. War ein sehr langer Tag. Da soll ich morgen einen A922 Rail, einen Zwei-Wege-Bagger, einen, der auf Schienen fahren kann und einen, der halt auf der Straße fahren kann, den soll ich von Landstuhl aus laden. Sollte ich heute übrigens noch vorladen gehen. Und der geht runter nach Dettingen an der Iller zur Lieper. Und dort lade ich auch wieder genau denselben Bagger. Vielleicht eine neue, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht er von dort wieder zurück nach Landstuhl. Ich hätte sehr gerne vorgeladen heute, weil dann könnte ich morgen früh in aller Herrgottsfrühe losrollen. Hätte ich. Ja, ich jetzt zu Hause bin, ist etwa 7:30. Ich muss noch tanken. Ich hätte gerne mal wieder mein Fahrzeug etwas gewaschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache hier Schluss für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Natürlich noch vielen Dank fürs Zusehen. Nein, ich bin wirklich. Nehme die Schuhe. Ach ja. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge.